Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Meine Gäste heute sind alle Kämpfer und Kämpferinnen für eine bessere, eine gerechtere Welt. Sie sind mutige Träumer und Träumerinnen, politische Denker und Denkerinnen und allesamt Wegweiser für ein menschliches Miteinander. Das sind sie. Ich begrüße Ruth Klüger. Die gebürtige Wienerin überlebte als Kind mehrere Konzentrationslager, ehe sie in die USA emigrierte. Die Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und selbstbewusste Feministin wurde zu einer zentralen Stimme der Holocaust-Erinnerungsliteratur. Soeben wurde ihr ein Ehrendoktorat an der Uni Wien und der Paul-Watzlawick-Ehrenring verliehen. In ihrer Heimatstadt Wien, die für sie immer eine unheilbare Wunde blieb. Anna Riedl ist Psychologiestudentin und Geschäftsführerin der Giordano-Bruno-Stiftung Wien, eine religionskritische Denkfabrik. Die 23-jährige Atheistin und überzeugte Veganerin beschäftigt sich mit Fragen der Ethik und Moral abseits von religiösen Dogmen und will neue Wege in eine bessere Welt aufzeigen. Margot Kessmann kann auf eine bewegte Kirchenkarriere zurückblicken. Als ehemalige Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland hat sie ihre Glaubensgemeinschaft intensivst mitgestaltet. Auch in politischen Fragen meldet sie sich immer wieder zu Wort, jetzt zusammen mit Liedermacher Konstantin Wecker. Entrüstet euch, heißt das gemeinsame Werk, ein Aufruf zum Pazifismus. Und ich begrüße eben diesen, Konstantin Wecker. Revoluzer, Liedermacher, Gesellschaftskritiker, Mystik und Widerstand prägen sein Werk wie auch die neue CD Ohne Warum, auf der der bekennende Pazifist soziale Kälte, Unterdrückung und Krieg anprangert. Das sind heute meine Gäste. Herzlich willkommen. Konstantin, Anna Riedl ist 23 Jahre. Wenn wir da in deiner Vita zurückgehen, 1960, du hast damals gerade begonnen, Psychologie und Philosophie zu studieren, wenn du zurückdenkst, deine Idee von einer gerechteren, von einer besseren Welt, wie hat sich die damals von deiner heutigen Sicht unterschieden? Also zuerst mal diese Idee von der besseren und gerechteren Welt, die habe ich meinem Elternhaus zu verdanken. Das ist was ganz Entscheidendes, was ich immer betonen muss. Ich habe ein Riesenglück gehabt, Eltern zu haben, die keine Faschisten waren. Und das war für meine Generation was Seltenes. Und mein Vater hat den Kriegsdienst verweigert unter Hitler, ist durch ein Wunder, wie durch ein Wunder, nicht umgebracht worden. Und von einem sehr mutigen Mann, der ihn lieber für verrückt erklärt hat. Die Mama hat bis zu ihrem Ende mit mir noch demonstriert. Mit 85 war die noch auf der Straße und hat gesagt, die braune Brut, die habe ich am Marienplatz, die habe ich selbst noch erlebt, die kommt mir nicht wieder vor. Eine sehr taffe, tapfere, widerständige Frau. Und ich hatte das Glück, dass ich mit meinen Eltern reden konnte über diese Zeit. Während meine Kommilitonen und Schulkameraden nur Schweigen geerntet haben zu Hause. Das war natürlich toll, ja. Bei allem, was man dann trotzdem mit seinen Eltern für Probleme hat als Pubertierender, das ist gar keine Frage, aber es waren wundervolle Eltern. Ich habe ein Riesenglück gehabt. Und dann, als ich studiert habe, ich habe ein paar Semester Psychologie studiert, Ellhardt, werde ich nie vergessen, an der Münchner Uni. Und da war natürlich, das war eine sehr politisch bewegte Zeit. Ja. Und das größere Problem für mich war, ich war zwar ein Linker, bekennender Linker, aber die ganzen linken Gruppen, die da versucht haben, die Welt zu verändern, das war anstrengend. Ja, das waren, jeder hat genau gewusst, wie das Weltbild auszusehen habe. Und es gab also die Maoisten, es gab die Trotzkisten, es gab die KPDML, es gab die Stalinisten. Ich kann es gar nicht alle aufzählen, wie sie alle waren. Und jeder bekämpfte den anderen. Und ich war ein alter Anarchist. Ich war auch ein Ist, aber ein Anarchist. Und ich hatte als Nicht-Dogmatiker große Probleme immer mit all denen. Aber wir haben alle geträumt natürlich in einer Zeit, die eigentlich im Vergleich zu heute sehr sozial war. Von einer sozialen und sozialeren und gerechteren Gesellschaft. Wenn ich mir überlege, was sich seit den letzten 20 Jahren mit unserer Gesellschaft getan hat, dann frage ich mich, haben wir alles umsonst gemacht? Wenn Sie sagen, unsere Gesellschaft, meinen Sie Österreich oder die westliche Welt. Ich meine die Tatsache, dass wir jetzt an einem Punkt sind, dass
1% genauso viel Besitz der Menschheit wie 99%. Das ist so unsäglich ungerecht und man muss sagen, die Menschheit hat versagt. Mhm. Die Gesellschaft hat versagt. Ruth Küger, es gibt einen schönen Satz, dass man das Leben nur rückwärts verstehen kann, aber dass man es vorwärts leben muss. Wenn wir heute zurückschauen, dann können wir Gut und Böse oft klar benennen. Können Sie das, wenn Sie heute in die Welt blicken, auch? Was empfinden Sie heute als die größte Bedrohung? Ah, Gott, das sind so viele, man hat so viel Wahl, nicht wahr? Die Umweltbedrohung ist vielleicht die größte. Und die Tatsache, dass wir überhaupt nicht aufhören können, scheinbar einander die Köpfe einzuschlagen. Und ich lebe ja in einem Land, das einen Präsidenten gewählt hat, der, bevor er zum zweiten Mal aus dem Bett gestiegen ist im Weißen Haus, den Nobelpreis für Frieden bekommen hat. Und jetzt seither immer wieder sich mit Kriegen abgibt oder sich abgeben muss. Und da schwanke ich. Ich verstehe die Situation nicht mehr ganz richtig. Ich weiß nicht, was man in einem solchen Fall, wie in dem, wo wir jetzt leben, machen kann. Aber ich habe das Gefühl, es wiederholt sich ja alles. Mhm. Nur dass jetzt die Menschen, die Krieg machen, alle die besten Waffen, das heißt also die schlechtesten Waffen, zur Verfügung haben. Wenn da im Nahen Osten und in Afrika die Leute nur mit ihren alten Waffen, mit ihren Säbeln oder vielleicht auch den ersten Schusswaffen aufeinander losgehen würden, dann müssen wir ja keine Angst haben. Also ich hoffe, was von Ihnen allen zu lernen, wie Frieden zu bewerkstelligen. Ja, fragen wir die Frau Käßmann. Wir können nicht aufhören, uns die Köpfe einzuschlagen, hat Ruth Klüger gerade gesagt. 223 bewaffnete Konflikte sind es laut UNO derzeit weltweit. 50 Millionen Menschen sind auf der Flucht, eine Rekordzahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt schreiben Sie mit Konstantin Wecker gemeinsam ein Buch, das heißt Entrüstet euch, ein absichtlich doppeldeutiger Titel. Entrüstet euch im Sinn von Stefan Hessels, empört euch, aber natürlich entrüstet euch. Ist Pazifismus denn die Antwort darauf? Ja, auf jeden Fall ist Pazifismus eine gewichtige Stimme. Und das war das, was uns auch zusammengebracht hat, dass auf einmal gesagt wird, es gibt nur Waffen zur Lösung von Konflikten. Wir haben vergessen, dass man Konflikte auch anders lösen kann. Und ich denke, das Entsetzliche heute ist dieses wahnsinnige Waffenarsenal. Wir exportieren ja als Deutschland auch Waffen. Wir sind in Deutschland der drittgrößte Weltwaffenexporteur. Das stört mich erheblich. Ich war gerade auf einer Tagung im Libanon, da sagen sie, also der Mittlere Osten ist heute der größte Importeur von Waffen. Das heißt, wir schieben immer noch mehr Waffen in eine schon von Waffen strotzende Gegend hinein. Also für mich wäre der erste Schritt zu sagen, Schluss mit Waffenexporten. Das ist der eine ganz entscheidende Punkt. Ich glaube auch, dass der Pazifismus eine Stimme braucht, weil wir wissen, dass Konflikte langfristig mit Waffen nicht gelöst werden. Also im Irak, nehmen wir den jetzt mal, meinte man Frieden zu schaffen mit einem Krieg 2003 und dann ist IS entstanden und heute sagen alle, wie kann das denn geschehen? Also wir denken nicht langfristig genug und mir ist wichtig, dass wir aufhören zu sagen, Ultima Ratio, am Ende müssen wir dann doch immer mit Waffen Konflikte lösen. Ich wünsche mir eine Prima Ratio, dass wir mal anfangen, darüber nachzudenken, wie Konflikte auch anders gelöst werden können. Da gibt es auch Erfahrungen, Mediationserfahrungen. Aber was so bitter ist, manchmal auch nach so vielen Jahren Friedensengagement, dass immer wieder am Ende dann bewaffnete Konflikte stehen und im Grunde die Zivilgesellschaft überhaupt nicht gehört wird und auch nicht gestärkt wird, auch nicht finanziell. Ich habe beim Kirchentag eine Bibelarbeit gemacht, da ging es auch um Geld in dieser biblischen Stelle und ich finde ganz interessant, ich habe dann im Internet recherchiert, da werden beispielsweise Rüstungsaktien angepriesen. Ja? Wachstumsmarkt, ganz groß. Wenn Sie heute Geld anlegen, dann in Rüstung. Es wird auch verdient. Es wird an den Konflikten, die wir so beklagen, ordentlich Geld verdient. Und ich finde, das muss man auch mal öffentlich machen. 1%, nicht wahr? Ja. Das ist also von Geld gesteuert, die Aufrüstung, meinen Sie, überall oder die Kriege? Oder es gibt ja Menschen, die Interesse daran haben, Waffen zu verkaufen. Das ist ganz absolut. Klar. Ist das der Hauptgrund, warum wir weiterhin Kriege haben und keine Frieden stiften können, würden Sie sagen? Also ich denke, ein Grund ist, dass uns die Fantasie fehlt, Konflikte anders zu lösen. Genau. Es geht um Macht, es geht um Einfluss. Und die Frage ist, können wir die Menschen wollen auch keine Kriege, können wir die Menschen so zusammenbringen, dass sie Konflikte lösen? Auf dem Kirchentag war ein Afrikaner aus Togo, der sagte, in Afrika gab es natürlich schon immer Konflikte, aber dieses Ausmaß von Konflikten, das hängt natürlich auch mit der Kolonialzeit zusammen und dem, was wir Afrika angetan haben. Also die Frage, können wir die Kräfte stärken, die andere Ideen haben und können wir frühzeitig eingreifen? Ich erinnere mich noch, dass Herr Rugo war, durch Europa zog und gesagt hat, im Kosovo wird es einen ganz entsetzlichen Konflikt geben.
helft uns, hier zu vermitteln. Und alle haben gesagt, was macht der da und wen interessiert der Kosovo? Als der Konflikt dann so weit eskaliert ist, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam, da gab es auf einmal Geld, um einzugreifen. Und jetzt hat man Putin ausgeladen bei G7. Mhm. Ja, wie will man über die Ukraine reden? Sträflicher Fehler. Ich meine, sträflicher Fehler. Ja, man muss ihn nicht lieben, aber man muss mit ihm reden, wenigstens. Anna Riedl, Sie sind 23 Jahre. Die anderen Gäste am Tisch haben Krieg, Nachkriegszeit in irgendeiner Form und sei es über die Elterngeneration miterlebt. Sie leben in einer, jedenfalls hierzulande, friedlichen Welt. Ist Pazifismus für Sie überhaupt ein Thema? Haben Sie das Gefühl irgendeiner Bedrohung? Ja, natürlich. Man bekommt das natürlich aus den Nachrichten mit, aber direkt erlebt habe ich es natürlich nicht. Ich denke, das ist auch ein überhaupt sehr wichtiges Thema, dass man überhaupt Leuten, die das selber nicht erlebt haben und eben so privilegiert aufgewachsen sind wie ich, eben hilft, sich solche Sachen überhaupt vorzustellen, weil im Prinzip mein Zugang zu solchen Themen ist ja sehr, sehr abstrakt. Ich kriege das durch Informationen aller Art mit, durch Zahlen, die emotional erstmal nichts bedeuten. Aber man muss eben auch lernen, unser Gehirn ist nicht gemacht, dass man solche Zahlen verstehen kann. Und man muss eben lernen, sich das vorstellen zu können, damit man auch die Bedrohung versteht. Und da gibt es so viele Sachen, also so viele Zahlen und Daten. Und wenn man das nicht erlebt hat, dann bedeutet das erstmal nichts. Mhm. Aber verschiedene Techniken kann man natürlich anwenden, um das zu überwinden. Um zum Beispiel Zahlen einem auch näher emotional zu bringen. Also ein gutes Beispiel finde ich ist zum Beispiel eben die Massentierhaltung. Wenn man dann sagt, dass jährlich 60 Milliarden Tiere sterben, dann hört sich das erstmal nicht schlimm an. Aber wenn man eine Schlachtung gesehen hat, eine einzige, dann weiß man, dass das wirklich was Schlimmes ist. Und wenn man dann versucht, diese Zahl zu verstehen, dann kann man sich zum Beispiel vorstellen, man würde eine Präsentation anschauen mit Fotos und man würde jedes Tier eine Sekunde lang sehen, das in einem Jahr geschlachtet wird. Und ja, was wäre jetzt intuitiv die Lösung? Wie lange würde man die ansehen müssen? Man denkt vielleicht maximal ein Jahr. Aber man müsste diese Präsentation 1900 Jahre ansehen, um zu verstehen, wie viele Tiere in einem Jahr im Moment sterben. Und ich finde, solche Methoden sind gut, damit man eben verstehen kann, was auf der Welt passiert. Ja, wie nah ist uns die Bedrohung? Konstantin, wir kennen einander schon ein paar Tage und ich erinnere mich an die Zeit der großen Friedenskundgebungen Anfang Mitte der 80er Jahre. Da gingen nicht ein paar tausend Menschen auf die Straße, sondern ein paar hunderttausend. Mhm. Petting statt Pershing war damals eine der Parolen auf den Transparenten. Ihr sagt aber was, es war mit dem Kalten Krieg, war die Bedrohung ganz klar. War eine tolle Parole. Haben wir, empfinden wir die heute nicht mehr so konkrete Bedrohung? Wir haben ganz viele. Ja, wir haben, Verzeihung. Ja, bitte. Wir haben ja einen Erfolg gehabt, an dem klammere ich mich immer fest, aber wenn man festhalten wird, immer lockerer. Und zwar, dass der Dritte Weltkrieg nicht stattgefunden hat. Sie werden sich vielleicht noch ein bisschen erinnern. Kuba. Das nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir alle gedacht, den Dritten gibt's, ein Atomkrieg kommt wieder. Und haben den Kindern beigebracht, unter den Tisch zu kriechen, wenn ein Alarm kommt. Und dann hat sich das gelöst. Wir haben den Dritten, der Kalte Krieg ist friedlich zu Ende gegangen. Also das haben wir irgendwie geschafft. Ist das ein Lichtblick? Das ist grandios und es ist ein unglaubliches Privileg, wenn man sich die Weltgeschichte ansieht, dass ich bin 1947 geboren, dass ich in meine 68 Jahre ohne Krieg gelebt habe, leben durfte. Ja, ist ein wahnsinniges Privileg. Wenn ich meine Eltern anschaue, die zwei Weltkriege erlebt haben, und wenn ich auf andere Länder sehe. Und darum macht es mir aber auch besonders Sorge, wenn ich mir denke, wieso geht man jetzt so leichtfertig um mit der Gefahr, Russland, Ukraine, was passiert da? Ja? Ja, nach dem ersten, man hat auch damals in den 70er Jahren, wie alles ein bisschen besser wurde, man gesagt, also in Europa wird kein Krieg mehr stattfinden. Mhm. Wir haben Brüssel, wir haben Straßburg und dann ging es in Jugoslawien los, als wäre das nicht Europa und jetzt haben wir die Ukraine. Und jetzt haben wir die Ukraine und auf deine Frage vorhin, wir haben uns ja auch in der Zeit, als ich war ja im Irak 2003, ich habe, muss ich witzigerweise mal sagen, ich habe versucht, die Amerikaner am Einmarsch zu hindern. Ich habe es nicht geschafft. Mit Friedensgruppen aus der ganzen Welt waren Israelis dabei. Es waren, also waren Friedensgruppen aus aller Welt da. Und wir haben damals eigentlich schon auch gewusst und geahnt, dass dieser Krieg gegen den Irak
dass da die Hölle losbricht. Mhm. Ja, und das ist genau passiert. Das haben wir ja auch in und damals wie heute wurde deine Idee eines unbedingten Pazifismus als naiv bezeichnet. Als naiv und ich wurde belächelt. Ich kann mich an die Journalisten noch erinnern, die mich geradezu beschimpft haben oder als Saddam Hussein-Freund, was ein völliger Blödsinn war. Ich bin ja nicht zu Saddam Hussein, sondern ich bin als Pazifist dort runtergefahren, um mit den Leuten auch zu reden. Ich habe den Journalisten auch gesagt, ich mache eigentlich eure Arbeit, fahrt ihr doch auch mal runter, mhm. anstatt dass ihr da bleibt und euch erregt drüber. Und das ist, warum sind nicht mehr Hunderttausende auf der Straße? Ich glaube schon, dass es zusammenhängt. Seit 20 Jahren ist eine Art von Gehirnwäsche passiert über Thinktanks, die den Jugendlichen eingeredet hat. Sie werden das durchaus nachvollziehen können. Engagiert euch nur nicht, weil Engagement ist nicht sexy. Einkaufen ist sexy, zu H&M gehen und was weiß ich. Das ist alles toll und sexy. Aber bitte nicht weiterdenken. Das sind alles Gutmenschen, über die kann man sich lustig machen. Ja, engagiert euch nicht. Warum? Neoliberale Thinktanks. Ich will nur mal sagen, was da uns vorgeworfen wird von Weltverbesserer, Gutmensch und so weiter, das gab es aber eben vor 100 Jahren auch schon. Also Stück habe ich ja neulich gelesen von Bertha von Suttner. Ah, ja. Die schreibt einen Brief als Pazifistin an eine Frauenversammlung. Und da war es ganz still in der Kirche, als ich das vorgelesen habe. Du glaubst, es ist von heute. Ja. Wie sie sagt, sie werden damit rechnen müssen, verlacht zu werden. Pazifisten werden immer verlacht. Also das fand ich schon faszinierend. Das war vor 100 Jahren ganz genauso. Ruth Klüger, die Jüdische Rundschau hat eine Kritik geschrieben zu diesem Buch Entrüstet euch. Zu hoffen ist, dass Stimmen wie die von Frau Kessmann und Konstantin Wecker seltener werden. Frieden zu schaffen ohne Waffen ist eine ungefährliche und einträgliche Utopie für sichere und satte NATO-Bewohner wie Margot Kessmann, eine lebensgefährliche Utopie für die Menschen von Kobane und Israel. Wie stehen Sie zur Idee des Pazifismus? Ich wollte noch mal zurückkommen in dem Zusammenhang auf das, was Sie da vorhin aufgebracht haben, nämlich die 1%, die das Geld hat. Und das heißt ja auch, Sie haben die Macht. Mhm. Und jetzt ist die Frage, und Sie haben das Geld, auch das große Geld aufgebracht, Frau Kessmann, im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen. Nicht? Also es sieht so aus, als ob die Konzentration, die immer größere Konzentration von Geld in immer weniger Händen eben zu einer Machtübernahme führt, gegen die man, ich weiß nicht, was machen kann. Und ich frage mich eben, ob diese Kriege nicht eigentlich eine Frage das ist nicht einmal Großkapitalismus, nicht mehr die Saudis sind nicht die Großkapitalismus, sondern das Öl und daher das Geld. Also der Macht durch Geld sind. Und bei uns fragt man sich schon, ob unsere Repräsentanten im Kongress käuflich sind, weil die so vom Geld gestützt werden. Aber wie stehen Sie zur Idee des Pazifismus um jeden Preis? Oder gibt es Situationen, wo man sagt, ohne Gewalt geht es nicht? Ich sehe den Weg nicht, aber ich höre Ihnen mit offenen Ohren zu. Ich werde immer pessimistischer. Ich bin wahrscheinlich die pessimistischste von allen. Übrigens, Frau Liddle, ich stimme völlig mit Ihnen überein. Da ist irgendwo ein Übergang von dem, was wir Tieren antun, zu dem, was wir Menschen antun. Es scheint mir von Schlachten von Tieren, die Vierbeiner sind, wie wir. Ich hab eigentlich mehr Gefühl für Kühe als für Fische. Fische esse ich, Kühe esse ich nicht, aber es ist ein ästhetischer Unterschied. Ich gebe es zu. Da ist ein Übergang von den geschlachteten, höher stehenden Tieren zu den Untermenschen, die man genauso umbringen kann. Das ist es ja. Und ich weiß nicht, wie man aufhören kann. Denn sogar wenn man den Leuten das Schlachten von Tieren zeigt, die werden immer noch ihre Würstel essen, wenn sie sich das anschauen. Also Adorno hat ja mal gesagt, man kann im Privaten nicht mehr richtig leben. Und ich glaube, das Gefühl haben viele. Also ganz egal, was ich tue, ich kann die Welt nicht verändern, weil sie ist so, wie sie ist. Und ich finde das ermutigend, dass auch junge Leute wie Sie dann sagen, doch, ich will mich nicht einfach lahmlegen lassen und in die Verantwortungslosigkeit hineinschläfern lassen, sondern an bestimmten Punkten kann ich anknüpfen. Mir ist wichtig beim Pazifismus, ich würde nie sagen, dass der Mensch nicht auch schuldig werden kann, wenn er keine Waffe in die Hand nimmt. Also schuldig werden kannst du so und schuldig werden kannst du so. Das ist mir bei dem Buch auch sehr wichtig gewesen. Aber nochmal die Idee zu haben, Konflikte auch anders zu lösen, wenn wir die Fantasie verlieren, also dann können wir auch gleich in den nächsten Krieg hineingehen. Aber die schaffen wir ja nicht einmal in den eigenen vier Wänden.
Also warum soll es im Nahen Osten funktionieren oder sonst wo auf der Welt, solange es die fürchterlichsten Rosenkriege gibt? Rosenkriege, also Scheidungskriege meinen Sie damit. Aber ich denke, wir sollten vielleicht mehr die Beispiele erzählen, wo es anders ausgegangen ist. Ich kenne Quäker aus Nigeria beispielsweise. Es war eine Quäkerschule, bei der diese Mädchen entführt wurden. Und sie haben gesagt, Boko Haram wollte genau das, dass wir zurückschlagen und ein Bürgerkrieg in Nigeria wieder entsteht. Das hab ich nicht und sie haben gesagt, die Quäker haben gesagt, wir sind eine Friedenskirche, wir werden nicht aufrüsten. Wir werden alles tun, um die Mädchen zu befreien. Ja, aber nicht mit Waffengewalt. Das war für mich ein sehr berührendes Beispiel. Ich weiß, dass es sehr leicht ist, in Deutschland zu sitzen ohne Krieg und zu sagen, ich bin für den Pazifismus. Grandios. Ja. Und ich möchte daran erinnern, dass der Dalai Lama einen Tag nach 9/11 dem amerikanischen Präsidenten einen Brief geschrieben hat, in dem er gesagt hat, das wäre die Chance zur Versöhnung, nicht jetzt anzugreifen. Natürlich hat er keine Antwort bekommen von Herrn Bush. Aber das wäre auch, das wäre die Chance gewesen. Es wäre eine große Chance gewesen. Mhm. Ja? Ich denke das auch oft, wenn damals die Wahl auch anders ausgegangen wäre in den USA Al Gore gewonnen hätte, wäre es vielleicht anders ausgegangen, weil die Sympathien mit Amerika waren 2001. Die waren groß. Aber nochmal auf diesen Punkt der Naivität. Geht es tatsächlich ohne Waffen, wenn Menschen abgeschlachtet werden? Kann dann eine pazifistische Idee dem was entgegenhalten? Ich kann nur für mich privat persönlich reden. Ich habe mich dafür entschieden. Ich weiß nicht, was wirklich die Wahrheit ist. Ich habe mich persönlich dafür entschieden, weil ich der Meinung bin, irgendwann muss man beginnen mit der Gewaltlosigkeit. Eine Zukunft der Menschheit mit der Gewalt und mit diesen Waffen, die wir jetzt haben, wird es nicht mehr geben. Es wird irgendwann zu Ende sein, weil wir machen ja nicht nur uns selbst kaputt, sondern wir machen die ganze Umwelt, wie Sie gesagt haben, kaputt. Und es ist auch völlig richtig, dass was wir den Tieren antun, diese Massentierhaltung ist eine so unglaubliche Quälerei und es gibt keinen moralischen Grund, das zu rechtfertigen. Mhm. Ja? Und was wir mit der Erde und mit den Tieren, mit unseren Mitmenschen anstellen, wird keine Zukunft haben, wenn wir mit der Gewalt so weitermachen. Also die Gewaltlosigkeit ist... Und bitte darf ich das noch sagen, man muss auch einmal beginnen damit. Natürlich kann man sagen, jetzt ist wieder einer da und jetzt müssen wir wieder bewaffnen und dann machen wir Frieden. Aber es hat doch nie funktioniert. Also könnten wir wie die Quäker sagen, wir fangen jetzt sofort mit der Versöhnung an. Vor wenigen Wochen saß hier auf diesem Stuhl dein zumindest Freund im Geiste, Sean Ziegler, der sich zur Aussage hinreißen ließ, die Spekulanten gehören aufgehängt. Was sagst du ihm da? Ich liebe Sean Ziegler. Er ist ein wunderbarer, radikaler, toller Mann, der also wirklich auch einen Mut hat und der sehr viel weiß. Da hat er sich ein bisschen verrannt. Nee, ich glaube auch, das war damals, als wir jung waren, ja auch schon eine Debatte, gibt es Gewalt gegen Sachen? Oder Gewalt, darf Gewalt angewendet werden für Befreiung, was die RAF damals diskutiert hat. Und was an den Universitäten, ich war 10 Jahre später da, aber ich war ja auch 68 in Marburg schon in der Schule, also... Da habe ich von Anfang an gesagt, das kannst du nicht differenzieren. Also wenn du das haben wir auch in der Kirche immer wieder gesagt, also wenn du deine eigenen Beziehungen nicht gewaltfrei lebst, dann kannst du nicht in der Welt für den Frieden eintreten, sondern ich würde Ihnen da völlig recht geben mit dem Punkt vorhin. Wir müssen selber lernen, gewaltfreie Beziehungen zu leben, um internationale Konflikte auch gewaltfrei lösen zu können. Da sind wir aber kurz wieder bei der Psychologie und da möchte ich meinen Freund Arno Grün kurz ins Spiel bringen. Es beginnt mit der Erziehung. Es beginnt mit der Erziehung. Wenn du ein Kind, zum Beispiel gibt es zurzeit immer noch die Idee, dass man sagt, man solle Kinder schreien lassen nach 3 Tagen, nachdem sie geschrien haben. 3 Tage nachher sind sie ruhig und schreien nicht mehr. Arno Grün meint, diese 3 Tage sind das lebensbedrohlichste für einen Säugling, das es gibt. Es ist eine Katastrophe, sowas zu tun. Und wir müssen mal sagen, das war ein Buch aus der Nazi-Zeit, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Da steht das nämlich drin. Das ist in die 50er Jahre rein. Ich kann niemanden, der das hier gemacht hat. Das ist neu. Ja. Anna Riedl, was ist Ihr Antrieb für Ihren Aktivismus, sich über die Welt Gedanken zu machen und an eine bessere Welt zu glauben? Ich glaube, ich könnte gar nicht anders. Also wenn ich mir vorstelle, einfach eben in dieser Plastikwelt eigentlich zu leben, so kleinbürgerlich einfach nur Kinder zu bekommen, und alles andere auszublenden, das wird mir direkt wehtun. Einfach, das wären so viele Inkonsistenzen, die man ertragen muss. So viel Arbeit eigentlich, die man psychisch leisten muss, dass man sich eben nicht damit beschäftigt. Und ich finde es ist viel befriedigender eigentlich, dann wirklich aktiv zu werden. Aber gab es da eine Art Erweckungserlebnis oder ist das Ihnen gewachsen? Sind Sie da jetzt anders als andere Gleichaltrige? Wie sehen die das? Haben Sie Mitstreiter und Mitstreiterinnen in Ihrer Generation? Also ja, natürlich. Ich mache das nicht allein. Ich habe durchaus Leute, die mir hier helfen. Meine persönliche Geschichte, also ich hab nicht wirklich ein
Schlüsselerlebnis, sondern es war schon ein langer Prozess. Es hat eigentlich angefangen, dass ich mich einfach in meiner Pubertät gefragt habe, was ist der Sinn und was macht eben auch ein gutes Leben aus, wie kann man auch Gutes tun. Und ich bin getauft, ich bin auch gefirmt. Ich habe dann mir gedacht, okay, ich habe mich nie wirklich mit meiner Religion befasst. Ich lese jetzt einfach mal die Bibel und hatte aber das Gefühl, ich könnte jetzt Rosinen picken da draußen. Natürlich stehen schöne Sachen drin. Das ist auch einfach als Buch an sich ist es natürlich bestimmt irgendwie wertvoll, aber es gibt mir nicht die Antworten, die ich gerne hätte. Und es steht auch nicht über grundsätzlich anderen Werken der Philosophie und Literatur inhaltlich. Den Koran haben Sie dann auch gelesen? Genau, ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht ist es einfach die falsche Religion und eine andere kann mir mehr helfen. Dann habe ich eben auch den Koran gelesen. Ich muss aber gestehen, dass ich ihn nicht ganz fertig gelesen habe, sondern eigentlich nach der Hälfte dann auch aufgehört habe. Es war ein extrem aggressiver Ton darin. Und dann habe ich mich mehr auch aus psychologischer Sicht mit Religion befasst, habe meine Seminararbeit geschrieben über Religiosität und Glück, wie das zusammenhängt. Und dann aber direkt nicht mehr nach direkten Antworten gesucht, sondern bin dann zu der Zeit auch Vegetarierin geworden und habe gemerkt, das gibt mir irgendwie, das ist schön, mich mit der Welt zu befassen, was wirklich was bringt, weil nicht, also Fleischkonsum ist einfach ein Hebel, den man ansetzen kann. Es wirkt sich auf die Umwelt aus, es wirkt sich auch auf andere Menschenleben aus und so weiter. Das hat mir sehr viel gegeben dann und ich habe dann, also bin dann auch vegan geworden und habe auch vegane Kochkurse gegeben und hatte dann aber immer das Gefühl, das kann es ja nicht sein, dass ich mich nur anders ernähre, nur ich selber und das ein paar anderen lernen. Und habe mich dann auch dadurch, dass ich dann mich hier in Wien auch mit einer Gruppe befasst habe, die sich mit rationalem Denken befasst, bin ich dann eben auch zur Giordano Bruno Stiftung gekommen, die ja eben beides eigentlich vereint, also sowohl den ethischen Gedanken als auch den... Reden wir dann gleich noch über Giordano Bruno. Margot Kessemann, inwieweit rührt der Gedanke oder die Entscheidung, wie der Konstantin Wecker gesagt hat, für Pazifismus aus einem gläubigen Hintergrund bei Ihnen? Das hängt bei mir schon zusammen. Also das eine ist sicher auch Kindheitserfahrung. Also meine Familie musste aus Hinterpommern fliehen, alles zurücklassen. Und das war in unserer Familie schon auch sehr klar, nie wieder Krieg. Also Krieg als der Horror an sich. Also das war das eher so Biografische. Natürlich ist das für mich eine Glaubensfrage auch. Also ich sehe nicht, wie man aus dem Neuen Testament irgendeine Rechtfertigung für Gewalt herauslesen könnte. Ich sehe das nicht, hat Gandhi übrigens auch mal gesagt. Also er auch von außen, von der anderen Religion her, sieht nicht, wie man das aus dem Neuen Testament lesen kann. Jesus hat gesagt, steckt das Schwert an seinen Ort und hat lieber selbst den Tod ertragen, als sich verteidigen zu lassen. Und insofern denke ich, das ist eine gute christliche Tradition. Nicht so sehr bei den Lutheranern, gebe ich zu. Ich bin ja Lutheranerin, mehr bei den historischen Friedenskirchen. Aber für mich war es auch damals, als wir das diskutiert haben mit der Kriegsdienstverweigerung, für die Christen immer das deutlichere Zeichen. Ruth Klüger, der Dalai Lama, den Konstantin Wecker vorher schon erwähnt hat, hat bei seinem letzten Deutschlandbesuch 2014 gesagt, vielleicht wäre es sogar besser, es gäbe keine Religion. Hat er recht? Wie sehen Sie das mit all dem, was Sie erlebt haben? Also ich werde immer religionsfeindlicher, muss ich sagen, weil sich die religiöse Menschen verbeißen sich so oft in etwas, was vernunftwidrig ist. Sie bestehen ja darauf in ihren 10 Geboten oder Anleitungen, ja. Angeboten, immer wieder auf das Wort Vernunft. Und das würde ich eben auch betonen. Alle die Widrigkeiten, die vorkommen, bauen auf irgendeiner Ideologie auf. Und diese Ideologie muss nicht unbedingt religiös sein, also der Faschismus war es nicht. Aber es ist es eben sehr oft. Und dann wird eben argumentiert, wir waren vor 1000 Jahren hier und darum müssen wir weiter hier sein. Und die Leute, die nur 300 Jahre hier waren, die gehören nicht hierher. Ich denke jetzt an diese Settlements und das wird ausgenutzt. Aber das wird ausgenutzt, scheint mir, von Geldkräften, von Menschen, die Macht haben, weil sie Geld haben. Also es ist alles so verwickelt, dieser starre Belief, dieser starre Glaube in eine absolute in eine absolute Lösung der weltlichen Probleme, die nur zu lösen sind, wenn man sich miteinander unterhält. Ja, ich glaube, das Problem liegt darin, ich bin ein religiöser Atheist. Wie machen Sie das? Das war sehr Eigenartiges. Nein, es liegt darin, ich habe mit Gott kein Problem. Ich habe mit allen ein Problem, die Gott deuten wollen. Und
mir sagen wollen, sie wüssten, was Gott will. Mhm. Da beginnt nämlich das Problem. Egal wer es ist, jeder, der der Meinung ist, er könnte mir interpretieren oder Ihnen interpretieren, was Gottes Wille sei. Aber Sie glauben an Gott? Ich glaube an das Wort. Es gibt das Wort und es ist etwas, was für mich... Also ich bin Lyriker. Ich bin mit dem Gott Rilkes groß geworden. Und ich hatte nie ein Problem mit Rilkes Gott. Rilke sagt einmal, was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Ja? Also so wie die Dichter Gott verwenden, als etwas, wie die Mystiker Gott verwenden. Meister Eckhart geht ja so weit, dass er irgendwann Gott bittet, ihn von sich zu entbinden. Ja? Also dieses mystische Zugeständnis, dass es etwas gibt, was unsere Ratio nicht erfassen kann. Aber dieses Gedicht von Rilke, das hat dann kurz darauf den Vers, mit mir verlierst du deinen Sinn. Ja. Wenn ich sterbe, dann ja, bist natürlich. Du nicht mehr Gott. So ist es, ja. Da bringst du bei Ruth, sehr schön, ich danke Ihnen. Das ist genau Ruth Krüger etwas Besonderes zum Klingen, denn von Ihnen weiß ich, dass die Lyrik es war, die Ihnen geholfen hat, im Konzentrationslager zu übernehmen. Ich merke mir alles, was sich reimt, wie Sie sehen. Ich kam da gleich mit diesem. Aber es waren doch die Gedichte, die Ihnen man kann nicht sagen, was mich gerettet hat, aber ich fortwährend von Kindheit an Gedichte aufgesagt und selber Verse gemacht und mir gewünscht, eine Dichterin zu werden. Ich habe da letztes Jahr dann einen Band Gedichte rausgebracht, da war ich überglücklich damit, ja. Endlich Dichterin geworden. Ja, also Lyrik, aber das ist ja hier nicht, das ist nicht die Frage. Wir sind nicht ganz fertig damit. Wenn Sie Gott glauben, dann glauben Sie, dass es eine Vorsehung gibt. Also das Nein, das, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht in diesem Sinne. Ich gehe nur damit um. In einem bin ich mir sicher, es gibt eine Quelle, und das habe ich in meinem eigenen Leben mehrmals erfahren, sowohl in den kreativen Anfällen als Lyriker, oder als Musiker. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich der größte Atheist wäre und Mozart hören würde, würde ich wissen, dass es Gott gibt. Woher schafft Mozart seine Melodien? Ja. Woher? Wie kann das passieren? Also es ist für mich etwas da, was größer ist als alles, was ich begreifen kann. Und bei mir ist es jetzt, um die Art, Ihre Frage zu beantworten, je älter ich werde, desto mehr glaube ich, dass alles vom Zufall abhängt. Das ist pessimistisch, muss man schon sagen. Ja, das sagt einem natürlich zu Recht die Ratio, aber es gibt doch wenn alles wegfällt von dem, was wir haben. Ich begleite, engagiere mich sehr für die Hospizarbeit und begleite oftmals auch Sterbende. Und mir fällt auf, kurz vorm Tod werden die Menschen so zerbrechlich, wenn ihr Körper praktisch, dass da etwas aus ihnen leuchtet, was unbegreiflich ist und was so schön ist. Und wenn man mit Leuten spricht, die Sterbende oft begleiten, dann wird man das immer wieder erfahren. Mhm. Da gibt es etwas, es ist eine Quelle da, die größer ist, anders, weiter. Und vor allem auch, wie ich wirklich glaube, und darum bin ich kein Pessimist, liebevoll ist. Frau Riedl, hat Ihnen die Abkehr von der Religion geholfen, ein besserer Mensch zu werden? Oder auch, wir sehen ja in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart leider ganz viele Beispiele, wie Religion missverstanden, auch missbraucht wird. Bestätigt Sie das in Ihrer atheistischen Haltung, in Ihrer religionskritischen Haltung? Ja, gotteskritischen Haltung bestätigt mich einfach die Tatsache, dass es eben Gott, wie er definiert wird, in keiner Weise erfahrbar ist. Das heißt, ich warte nicht auf große Beweise, sondern es gibt einfach keine. Das wäre dazu meine Haltung. Und zum Thema Gutsein. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, wenn man Atheist wird, dann läuft man auf einmal auf die Straße und erschießt Leute, weil man hat ja nichts Absolutes mehr überein. Aber das stimmt ja nicht. Das kommt ja aus uns selber, dass wir auch gut sein wollen. Und gerade auch, also eigentlich Daten über verschiedene Länder zeigen uns auch, dass eben Gewalt und Religion und Gutsein und Religion in keine Form, also weder positiv noch negativ korrelieren. Das heißt, das schließt sich eben ganz und gar nicht aus. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich eben eigentlich ja, mehr Gutes bewirken kann, weil ich nicht religiös bin, weil ja Religion immer schon mit Dogmen zu tun hat. Das heißt, mit Verboten, nicht mit Verboten. Ja, mit absoluten Dingen vor allem. Mein Empfinden ist, also im Prinzip, wenn man Glauben zu einem Wert erhebt, dann verschließt man die Menschen ja, wenn man ihnen sagt, das hier, das darfst du nicht anzweifeln. Gott gibt es immer. Und wenn jemand sagt, das ist das Gegenteil, dann muss man das abwehren. Das sind Verführer. Und genau diese Haltung bewirkt ja auch, dass man zum Beispiel dann ja, Dinge ausblendet, also gegen besseres Wissen, egal wie oft es Margot kommt. Margot Käßmann kriegt Bauchkrämpfe, merke ich. Nein. Also das muss man sagen, ich bin immer sehr respektvoll mit Menschen in der Begegnung, die sagen, dass sie dezidiert nicht glauben. Und ich denke auch, es gibt einen Humanismus, der die Welt verbessern will, den ich hoch respektiere. Ich will nur sagen, dass
Religion natürlich verführbar ist zum Fundamentalismus, das weiß ich. Das sehen wir auch auf der ganzen Welt. Aber das sind immer Religionszüge, die das kritische Denken verbieten wollen. Und ich finde, also mir geht es um gebildete Religion, Religion, die Fragen stellt, die nachdenken darf, die kritisch sein darf. Für mich ist der christliche Glaube Teil meines Lebens. Ich bin so aufgewachsen, aber ich habe auch später selber nachgefragt und nachgeforscht. Für mich ist das ein Ruhen in der Gottesbeziehung, das mir auch Lebenshaltung gibt. Es ist aber nicht eins, bei dem ich sage, ich habe die Wahrheit wie einen Besitz und diese Wahrheit ist die einzige. Ich rede gern mit Menschen anderen Glaubens oder ohne Glauben, weil ich es interessant finde. Es ist nicht meine Position, aber ich finde, Menschen, die religiös sind, sollten in Kontakt kommen, auch mit anderem, sonst sind sie nämlich sehr ängstlich. Fundamentalismus hat auch Angst vor anderen Wahrheiten oder anderen Zugängen zu Gott. Ich möchte aber noch mal eine zur Ehrenrettung sagen des Glaubens. Es gibt eine schöne Studie im Projekt Weltethos von Markus Weingart und der zeigt an internationalen Konflikten, dass es oft auch gerade religiös motivierte Akteure sind, die vermitteln zwischen Konfliktparteien, weil sie das Vertrauen der Gruppen vor Ort haben. Also das gibt es auch. Nur diese Geschichten werden dann wieder sehr, sehr selten erzählt. Ja, und das verwirrt mich dann wieder, dass es eben ganz großartige Dinge gibt, die das Christentum geleistet hat. In Amerika, wo ich ja lebe und wohne, war es ja vor allem die schwarze Kirche, die die ganze schwarze Bewegung angefacht hat. Nicht wahr? Die bedeutenden Intellektuellen der Schwarzen, die aus der Sklaverei, wo sie nicht einmal lesen lernen durften, herauskamen, waren theologisch gebildet. Also berühmtest ist natürlich Martin Luther King. Ja. Und dann muss ich wieder zurücknehmen. Sie arbeiten an einem Modell, das nennt sich Effective Altruism. Ja. Wie funktioniert das? Ja, die Grundgedanken sind relativ einfach und erklären sich eigentlich fast aus den Wörtern effektiver Altruismus. Das heißt, man verbindet eigentlich ethische Motivation, also den Wunsch, Gutes zu tun, was wir eigentlich so definieren als Leiden reduzieren und Leben retten. Das verbindet man mit rationalem Denken, Rationalität und wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn. Das heißt letzten Endes, also im Moment ist es eine soziale Bewegung und es wird umgesetzt durch verschiedene Organisationen und Einzelpersonen. Zum Beispiel gibt es eine Organisation, die eben Charities nach Effektivität bewertet. Denn letzten Endes ist, also wenn wir davon ausgehen, dass jedes menschliche Leben gleich viel wert ist, dann wollen wir natürlich mit den Ressourcen, die wir investieren, zum Beispiel eben Spenden, so vielen wie möglich helfen. Deswegen brauchen wir zum Beispiel Forschung, die uns zeigt, okay, wo kann ich denn am meisten Menschen helfen? Und das ist einer dieser Grundgedanken von effektivem Altruismus. Das heißt, als Einzelpersonen, also viele von uns machen dann sozusagen, also geben den Pledge. Das heißt, wir geben ein Versprechen, dass wir einen bestimmten Prozentsatz, meistens 10% unseres Einkommens später auch spenden an effektive Charities. Das dürfen wir auch selber entscheiden. Es gibt keine Wahrheit sozusagen. Genau, also das ist was viele von uns dann praktisch machen. Und der Grundgedanke ist aber auch immer, eben neue Informationen zu gewinnen und auch immer, wenn man weiß, dass was anderes besser ist, natürlich umzuschwenken. Das heißt, es geht immer darum zu fragen, wo kann ich am meisten tun? Nicht genau das, sondern wenn wir neue Informationen haben, dann muss das auch integriert werden. Konstantin, wie mutet dich das Zusammenspiel von Effektivität, Kosten-Nutzen-Rechnung letztendlich und Altruismus an? Ist das nicht genau der Anfang vom Ende? Naja, so wie es erklärt wird, hat es mir sehr gut gefallen. Das Wort gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist, aber was mir sehr gut gefällt an Ihnen jetzt und als Vertreterin einer Generation, der man klar machen sollte, dass sich zu engagieren auch etwas Lustvolles sein kann. Ja, man unterstellt uns ja immer den sogenannten Gutmenschen, also denen, die sich engagieren. Mir unterstellt man, ich bin ein alter Träger, Alt-68er, der nicht aus seinem 68er-Tum raus kann, aus seinem Rebellentum. Nein, das ist was Lustvolles. Es ist lustvoll. Es ist genauso schön, wie Sie sich engagieren für das. Aber Sie engagieren sich immerhin. Und Sie sagen sich nicht, ich hatte mal nach dem Konzert einen Studenten, das war interessant, mit dem bin ich ja nachher an der Bar gestanden, habe ich gesagt, Philosophiestudent, sehr gescheiter Mann, 25 Jahre. Und dann sag ich mal, was ist mit euch eigentlich los? Warum seid denn ihr sowas von lasch? Dann sagt er, wissen Sie, Herr Wecker, meine Kommilitonen, die sind ja nicht blöd, aber sie wissen genau oder sie ahnen genau, wenn sie weiterdenken würden über Zusammenhänge, müssten sie an ihrem eigenen Leben etwas ändern und das wollen sie nicht. Und ich glaube, das ist wirklich... Wir wollen Lust machen, dass weitergedacht wird. Dass nicht wie bei Pegida der Unmut, den man zu Recht hat, auf die Ärmsten
abgewälzt wird, sondern dass man weiterdenkt und fragt, woher kommt es? Aus aber, der sozialen Ungerechtigkeit. Ja, ja. Ja, die, immer, ist, die immer stärker wird. Aber das ist ja genau das, was im Moment passiert. Also hierzulande und nicht nur hierzulande ist eines der brisierendsten, brisantesten Themen natürlich die Situation der Flüchtlinge und wie wir damit umgehen, indem man das auch politisch entsprechend eingesetzt, benutzt, auch gebraucht wird. Aber da sind einfach viele Ängste von Menschen da. Also da sind viele Ängste da, aber ich finde gerade das Flüchtlingsthema ist, macht es so deutlich. Also ich erlebe das ja auch in Kirchengemeinden jetzt, wenn sie die Flüchtlinge kennenlernen, hören die Geschichte und wissen, das ist nicht der Flüchtling, sondern das ist die Familie, die wir jetzt kennen, Vater, Mutter, Kind und das eine Kind haben sie auf der Flucht verloren. Dann engagieren sich die Menschen und erleben auch, dass es toll ist, Deutschunterricht zu geben, denen zu helfen, sich zu integrieren, anzukommen. Aber das stoppt doch nicht die Kriege, das stoppt doch nicht die Kriege, solange da die Männer mit diesen Waffen sind, die derartig ausgeklügelt sind, dass der Laie überhaupt nicht verstehen kann, was da alles gemacht werden kann, dass da jemand Deutschunterricht geben will oder sagt, das ist ein herziges Baby, dem möchte ich helfen. Das ist doch nicht genug. Genau das versuchen wir übrigens, also genau das versuchen wir eben zu überwinden, dass also es ist psychologisch sehr gut belegt eigentlich, dass Einzelschicksale einen extrem motivieren, ihnen zu helfen. Aber eben vor Zahlen schrecken wir zurück. Das heißt, viele sind zum Beispiel bereit, mehr zu spenden für eine Einzelperson als für 1000 Menschen. Aber wenn man mal ganz banal mathematisch denkt, wenn jeder Mensch gleich viel wert ist, dann sind doch 1000 Individuen genauso viel wert wie, also 1000-mal so viel wert wie eine Person. Und wenn ich jeden Einzelnen kennenlernen würde, dann würde jeder Einzelne mich so berühren wie die eine Person. Genau deswegen sind Nummern wichtig, Zahlen sind wichtig, weil Individuen wichtig sind. Aber ich will nur sagen, das eine und das andere hängen da durchaus zusammen, finde ich. Mir ging es eben um die Lust am Engagement, dass Menschen, die sich engagieren, das wissen wir, die sind mit ihrem Leben zufriedener, die haben mehr Lebensgefühl, Grundgefühl. Übrigens bei der Hospizarbeit, es gab eine Umfrage unter kirchlichen Mitarbeitern, die zufriedensten sind, die im Hospiz arbeiten. Da sollte man ja eigentlich denken, die haben dauernd mit dem Sterben zu tun. Und werden so schlecht bezahlt. Das ist noch ein anderes Thema. Aber ich glaube nur, das will ich nur unterstützen, Konstantins Gedanken da. Also Engagement macht zufriedener, ganz egal aus welcher Quelle sich das jetzt speist. Trotzdem, denke ich, müssen wir uns auseinandersetzen mit dieser Rüstungsfrage. Für mich ist die Rüstungsfrage die entscheidende im Moment, weil an den Kriegen verdient wird. Ja, naja, das sind für uns. Aber du hast ja gesagt, der interessante Gedanke ist, darüber hinaus zu denken. Und dann kommt man an den Punkt, wo man merkt, es geht ans Handeln und ans Verändern im eigenen Leben. Ja. Das heißt, das ist in Konsequenz die Veränderung und die Lösung der Probleme, die es gerade gibt, eine unangenehme Angelegenheit ist. Es ist unangenehm zu verzichten. Es ist unangenehm, das eigene Leben zu verändern. Das denkt man. Das glaubt man. Aber wenn man es dann tut, merkt man, dass es zum Leben gehört und dass es auch wirklich Spaß machen kann. Das kann man auch psychologisch ganz schön erklären. Zum Beispiel weiß man, wie Glück und Geld eigentlich zusammenhängt. Das heißt, ab einem bestimmten Betrag macht uns Geld nicht mehr glücklicher. Das heißt, die Kurve verläuft so. Und was kann man danach noch machen, wenn alle Grundbedürfnisse gedeckt sind? Danach macht es einen glücklicher, etwas Sinnvolles zu tun, wie zum Beispiel sich für andere einzusetzen und zum Beispiel eben auch das Geld zu spenden. Weil es bringt einem nichts, noch mehr Konsumgüter anzuhäufen. Aber wenn man es für andere einsetzt, dann hilft es einem selbst auch mehr. Frau Krüger, Sie sind zurzeit in Wien, in Ihrer Heimatstadt Wien, die Sie immer als unheilbare Wunde mal bezeichnet Geburtsstadt haben. Geburtsstadt Wien, ja, Sie wollen mal da korrekt sein, weil Sie zwei Ehrungen bekommen, die Paul-Watzlawick-Ehrenmedaille und das Ehrendoktorat der Universität Wien. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das Klima in der Stadt schon verfolgen. Auf den Plakaten hat längst der Wahlkampf begonnen. Sie haben einmal über Wien gesagt, Sie haben auch ein Problem mit dieser Stadt, weil hier jeder Stein Antisemitismus atmet. Naja, wie finden Sie im Moment die Lage? Naja, ich meine, damit habe ich gemeint, dass das Kind in mir, ich habe zwei Wien, nicht, dass ich hier mit Ihnen sitze und mich gemütlich mit Ihnen unterhalte und viele Freundinnen, vor allem Frauen, aber auch ein paar Männer darunter. Und ich bin hier willkommen und ich werde gut aufgenommen. Aber wenn ich nach Wien komme und mich darüber freue, so fängt das kleine Kind in mir zu jammern an. Und dieses kleine Kind jammert und jammert und jammert und klagt, dass sie den Judenstern tragen muss und nicht auf die Straße gehen kann. Und ich war erst 7 und dann war 8 und mit 9 ist es noch enger geworden. Mit 11 bin ich dann verschickt worden, ist auch nicht besser geworden. Die zwei klaffen auseinander. Und ich kann diesem kleinen Kind nicht sagen, du, ich amüsiere mich jetzt, fahre ich zum Heurigen raus. Das Kind sagt noch immer, fahr zum Heurigen raus, aber das hilft mir nichts. Ich kann trotzdem nicht den Schlittschuh laufen lernen. Nicht? Ich kann nichts damit anfangen. Ich kann nichts mit diesen Kontrasten anfangen, im Sinne von sie zu vereinen. Das führt dann wahrscheinlich auch zu
zu diesem Gefühl, dass das alles ein bisschen auseinanderfällt dieser Tage. Das Buch von Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen. Ich mag den Frankl nicht. Ah, es wird gerade verfilmt? Es wird einen Film geben? Ich werde mir wahrscheinlich nicht anschauen. Aber doch, vielleicht, ich weiß nicht. Jedenfalls Frankl, der ist so Optimist, der hat ein Jahr da in einem Konzentrationslager verbracht und dann ist er gekommen und hat gesagt, wie man sich da verhalten könnte oder sollte. Das hat der Bettelheim, glaube ich, das auch gemacht. Und es war nicht so. Das war ein schwarzes Loch in der Mitte von einer zivilisierten Gesellschaft, die ich damals noch kaum kannte. Und ich bin durch Zufall, da sind wir wieder beim Zufall, ich bin durch Zufall gerettet worden und ich glaube keinen Augenblick, dass mir da irgendein Herrgott geholfen hat. Denn wenn ich das glauben würde, so würde ich ja glauben, dass er die anderen umkommen ließe. Und das wäre eine Hybris, die mir auch im nicht-religiösen Sinne zu weit geht. Sie haben gesagt, Sie werden mit zunehmendem Alter immer pessimistischer. Was sind denn die optimistischen Blitzlichter in Ihrem Leben? Naja, Gott, man hat, wissen Sie, ich habe ein langes Leben geführt. Ich bin 83 und ich habe alles Mögliche erlebt. Ich habe so einen ganzen Suppenteller voll Leben gehabt. Und das freut mich manchmal, wenn ich denke, in der Suppe war viel Giftiges, dann war auch viel Schmackhaftes. Ich habe Kinder gehabt, ich habe Enkel jetzt. Ich hatte einen schönen Beruf, also die Universität ist zugänglicher für Gruppen, die Minoritäten oder andere benachteiligte Gruppen, als die Kirchen es sind. Ich glaube, das würde ich pauschal so sagen. Und es war auch nicht leicht an der Universität, aber man konnte da ein Leben führen. Und das waren Lichtblicke. Konstantin, warum Margot Käßmann hat gesagt, in ihrer Familie, da hieß es nie wieder, wie bei vielen nach dem Krieg. Und Ruth Klüger hat uns gerade mitgenommen mit dem Blick in die Vergangenheit. Warum hilft uns dieser Blick in die Vergangenheit nicht viel klarer mit den Problemen heute umzugehen? Weil mittlerweile eine Generation gibt, die Krieg nur noch virtuell, Sie haben es ja vorhin gesagt, kennt. Ich bin zwar nicht im Krieg geboren, aber ich habe noch erlebt, wie in München auf Rollwagen die Versehrten fuhren. Ja. Ich habe das noch alles erlebt. Ich habe diese Kriegsblinden gesehen. Also ich habe in Ruinen gespielt. Krieg war für mich noch ein wirkliches erlebbares Thema. Und jetzt, wenn ich überlege, meine Söhne, ich habe einen 18-jährigen und einen 16-jährigen Sohn, die kennen Krieg aus Videospielen. Ja, bei mir ist das anders. Das tut nicht weh. In Amerika, da kommen die Veteranen schon zurück und sind verletzt in der Weise, die sie da beschreiben. Aber dann hören wir, was für fabelhafte Prothesen die doch kriegen. Können die Prothesen auch zu sehen auf dem Fernsehen und wie gut die mit diesen künstlichen Händen und Beinen auskommen. Also ich habe damals ja diesen Satz gesagt, vor 5 Jahren, nicht das Gute in Afghanistan, über den sich so viele aufgeregt haben. Da wurde mir gesagt, ich mache Bundeswehrsoldaten schlecht. Dabei habe ich den Satz gesagt, nachdem ein junger Soldat beispielsweise bei mir in der Kanzlei damals war und der ist bei einem Attentat verwundet worden. Seine 2 Kameraden in Afghanistan sind gestorben und der sagte, in Deutschland will es aber keiner hören. Meine Geschichte will gar keiner hören. Also für Deutschland können wir sagen, wir haben ja Soldaten, die wieder in den Krieg ziehen. Wir diskutieren nur gar nicht drüber, was das eigentlich bedeutet. Und ich finde, die Diskussion fehlt. Na, in Österreich natürlich noch mehr. Österreich wird keine Kriege führen. Das kann man mit einiger Sicherheit voraussagen. Nicht? Das ist leicht, über Pazifismus zu sprechen. Also es ist nicht leicht, über Pazifismus zu sprechen, aber sie sind nicht involviert, wie man in Amerika ist, wo man eigentlich fortwährend Stellung nehmen muss. Dein Credo, Konstantin, lautet ja jetzt nun seit vielen Jahren, dass die Politik diese spirituelle Komponente auch braucht, dass sich die sozusagen vereinen müssen, um eine Lösung zu finden. Kannst du dieses Spannungsfeld beschreiben? Ich kann es literarisch noch schöner sagen. Novalis hat mal von der Poetisierung der Welt gesprochen. Und das finde ich wunderbar. Ich glaube, wir brauchen mehr Poesie in unseren logischen, rationalen zusammen. Das hat nichts, das ist nichts gegen die Vernunft. Die Poesie zeigt uns nur, dass wir nicht alles ausdeuten können. Ja, Novalis und Rilke sind gegen die Vernunft. Das sind Romantiker. Ja. Und die Romantiker haben gegen die Aufklärung im Grunde gekämpft. Sie konnten sie nicht ganz umbringen. Nein, nicht ganz gekämpft gegen die Aufklärung. Sie wollten die Mystik mit
Ja, das ist. Sie wollten, Novalis wollte das mystische Denken mit in die Vernunft bringen. Ich liebe Novalis auch. Ja. Ich liebe die Romantik, aber sie war vernunftwidrig und sie war antiaufklärerisch. Ja, ich würde da auch nicht zustimmen. Also in der Politik und so weiter brauchen wir natürlich erstmal. Darf ich bitte vorher noch ausreden, was ich sagen wollte? Ja, Entschuldigung. Es ist nicht vernunftswidrig zu sagen, dass ich nicht immer alles ausdeuten kann im Sinne von ich habe die Wahrheit. Das ist doch das Problem. Und das ist für mich gegen die Vernunft. Es ist viel vernunftswidriger zu sagen, ich weiß genau, wie die Wirklichkeit ist, ich weiß, was die Wirklichkeit ist. Und dann fragen Sie doch mal in einem anderen Kulturkreis und da gibt es wieder eine ganz andere Wirklichkeit und eine ganz andere Wahrheit. Das macht doch diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Herr Bush meint, er weiß die Wirklichkeit und Herr Obama wird gesteuert von denen, die die Wirklichkeit angeblich wissen. Die Frau Merkel weiß, wie die Wirklichkeit aussieht, nämlich merkantil und sonst gar nichts. Und jeder will mir erklären, was die Wirklichkeit ist. Die Wissenschaftler sagen, wir haben einen Klimawechsel und wir müssen was dagegen tun. Und die Konservativen bei uns, die Tea Party-Leute, sagen, das ist, was Sie glauben, das ist Ihre Wahrheit, ich habe eine andere Wahrheit. Das ist, was Sie vorschlagen, Sie haben nicht die ganze Wahrheit. Aber ich muss dich bitten, dich nicht so in Rage zu reden. Wir brauchen deine Stimme dann noch. Ich habe sowieso keine Zeit, wie du weißt. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich habe eine Bronchitis. Sorry, Sie wollten was dazu sagen. Die Politik braucht was anderes. Ja, also ich glaube nicht, dass Poesie in der Politik direkt nützlich ist. Aber natürlich ist es wichtig, dass die Leute eben nicht glauben, sie haben die Wahrheit. Aber genau das meinen wir zum Beispiel mit Rationalität. Das heißt ja nicht, dass wir sagen, wir wissen es besser. Genauso sagt ja die Wissenschaft nicht, sie weiß alles. Sondern das ist ja genau das von wissenschaftlichem Denken und rationalem Denken, dass man eben zweifelt an dem, was man weiß, dass man schaut, was sagt mir denn die Welt? Also Wissenschaft ist ja Fragen an die Natur zu stellen und zu schauen, was kommt zurück, was ist denn wirklich da? Und genau diesen Zweifel brauchen wir, dass man eben auch immer kritisch bleibt und immer schaut, eben nicht darauf vertraut, was schon geschrieben steht, sondern eben immer offen bleibt dafür. Und das meine ich auch mit rationalem Denken. Aber ich sage nichts gegen Kunst. Ich glaube, dass wenn wir zum Beispiel keine Religion haben, wir haben Kunst, wir haben Wissenschaft, wir haben Philosophie und das löst eigentlich alles. Wir sollten aber auch irgendwann mal klären, dass Religion und Kirche zwei unterschiedliche Dinge sein können. Natürlich. Nicht müssen, sondern sein können. Und ein religiöser Zugang zur Welt, Religio, ein Zurückkommen zur eigentlichen Heimat, zum Inneren, zur innersten Heimat, ist etwas anderes als eine Kirche, die, und da gebe ich jedem Kirchenkritiker und jedem Religionskritiker recht, wie kann... Ich bin groß geworden als Bayer und wurde von Nazi-Religionslehrern praktisch religiös zuerst mal indoktriniert. Und die haben mir von einem lieben Gott erzählt. Und dieser liebe Gott, der war sowas von abartig gemein. Der hat unter die Bettdecke geschaut, der hat mich dauernd bedroht und ich hatte einen wundervollen Vater. Und ich habe mir immer gesagt, mein Vater ist viel toller als dieser liebe Gott. Ja? Der war auch besser, der war großzügiger, der war tolerant, der war sanftmütig, der hat mich nicht geprügelt, wie meine Religionslehrer, die noch Tatzen ausgeteilt haben. Und jetzt, wenn ich als erwachsener Mensch mir sage, ich habe eine Beziehung zu Gott, ich streite das auch überhaupt nicht ab, wir haben nicht das Jahr abgerieben, aber ein Gott, der mich in die ewige Verdammnis, wen auch immer, in die ewige Verdammnis schicken will, auf den kann ich verzichten. Das ist doch schrecklich. Den glaube ich doch auch nicht. Das ist doch schrecklich. Den Gott glaube ich doch auch nicht. Also, wie geht es Ihnen mit diesem Spannungsfeld Spiritualität und Politik? Ist es für Sie ein Spannungsfeld? Nee, ich denke, dass Spiritualität eine Dimension des Lebens ist, die nicht ausgeblendet werden sollte, auch von Politikern. Manchmal würde ich denen auch wünschen, dass sie mal 3 Tage ins Kloster gehen könnten und einfach mal schweigen, um wieder Neues zu sehen. Für mich sind spirituelle Erfahrungen, dieses ein Stückchen Zurücktreten von der Mühle des Alltäglichen, die sind für mich schon wichtig. Und für mich sind natürlich auch religiöse Überzeugungen insofern wichtig, als wir manchmal auf was vertrauen können, was wir selber gar nicht ausdrücken können. Also sag mal, wenn ich ein Kind beerdigen muss, dann sind meine Betroffenheitsbekundungen leer. Aber ich kann mich vielleicht auf Psalm 23 verlassen oder auch aufs Vaterunser, ein Gebet, dass Menschen mitsprechen können, weil wir auch in dieser Tradition Halt finden. Manchmal denke ich, dass diese entwurzelte Welt, die dauernd innovativ sein soll, wir sollen dauernd immer was Neues machen, den ganzen Tag, die verliert auch ihre Wurzeln und ihren Halt. Und ich glaube, Haltung findest du nur, wenn du auch irgendwo deinen Halt hast. Ich finde das sogar persönlich ein bisschen problematisch, dass man dieses Vertrauen hat, dass Gott es sozusagen gerecht machen wird, zum Beispiel in einem Jenseits. Sie sind aufgeklärte Theologin, sie denken wahrscheinlich anders drüber. Viele glauben ja wirklich zum Beispiel an einen Jenseits. Und genau das finde ich problematisch, wenn man glaubt, irgendwann wird das schon gut, egal was
Tieren oder Menschen oder allen empfindsamen Wesen hier passiert, es wird irgendwie wieder gerecht werden, weil genau da setzt das ein, dass man eben passiv bleiben kann, weil irgendjemand das, irgendwer anderes das in die Hand nehmen wird. Ja, aber das sehe ich eben genau anders. Also ich denke, dann wird Religion Opium des Volkes, dass das Volk beruhigt und sagt, lass das Unrecht Unrecht sein, im nächsten Leben geht es dir besser. Sondern ich denke, Religion ist für mich ist das Christentum jedenfalls der Auftrag, zu sagen, ich bin Geschöpf Gottes, das ist Gottes Haushalt sozusagen, ich bin Haushalterin und ich habe hier meine Zeit zu nutzen, um in diesem Haushalt rechenschaftspflichtig zu leben und die Welt besser zu machen, wenn ich irgendwie kann. Dafür werde ich auch belacht, Weltverbesserer, lachen andere drüber. Aber ich denke, das ist der Auftrag. Und die Kirche, da würde ich sagen, ist immer in die Irre gegangen, wenn sie gemeint hat, sie könnte ungerechte Verhältnisse oder gar Kriege absegnen. Das ist für mich dann kirchlicher Irrtum. Andererseits, ich liebe natürlich auch meine Kirche, werde ich alles tun, damit diese Kirche anders agiert und an vielen Punkten. Ich war wirklich stolz, sage ich mal, auf meine Kirche, als sie in der DDR-Zeit die Kirchentüren aufgemacht hat für Stefan Kraftschick, Freier Klier und andere, die gar nicht unbedingt religiös waren, sondern gesagt hat, die Kirche ist der Ort, an dem frei diskutiert werden kann und die dazu beigetragen haben, mit dem Ruf keine Gewalt aus den Kirchen von Dresden, Leipzig, Ost-Berlin, diese friedliche Revolution mit in Gang zu bringen. Also da war Kirche, fand ich genau auf der richtigen Seite. Sind die Kirchentüren jetzt offen genug? Sie sind offen. Ich habe den Eindruck, dass im Moment sich ganz viel tut in der Flüchtlingsfrage. Also wir haben so viele Kirchenasyle wie nie zuvor und die Kirchengemeinden geben Räume frei. Ich weiß, dass mein Nachfolger in der Bischofskanzlei in Hannover... Auch in der katholischen Kirche interessanterweise, selbst in der katholischen. Da tut sich was, weil wir wissen, also das ist eine ganz zentrale Frage. Wie gehen wir mit Flüchtlingen um? Da war viel dabei zum Nachdenken. Damit entlassen wir Sie in eine angeregte Nachtruhe, nicht ohne Konstantin, dich ans Klavier zu bitten. Denn wir wollen was hören. Es gibt Neues von dir. Ohne Warum heißt eine neue wunderbare CD. Ich darf dich bitten und darf mich an der Stelle für Ihr Interesse bedanken. Das war Stöckel Ausgabe Nummer 99. Das heißt, nächstes Mal feiern wir dann den runden 100er. Es wird unter anderem Teddy Podgorski da sein, der Flieger Hannes Aach und auch Dolly Buster. Das ist dann nächste Woche. Für heute sage ich auf Wiedersehen, wünsche eine gute Nacht, bedanke mich bei meinen Gästen. Und Konstantin, lass uns gemeinsam träumen. Ich habe einen Traum, der öffnet die Grenzen und lassen alle herein. Alle, die fliehen vor Hunger und Mord, wir lassen keinen allein. Wir nehmen sie auf in unserem Haus und sie essen von unserem Brot. Und wir singen und sie erzählen von sich und wir teilen gemeinsam die Not. Und den Wein und das Wenige, was wir haben, denn die Armen teilen gern. Und die Reichen sehen traurig zu, denn zu geben ist ihnen meist fern. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns so viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr und es macht uns unendlich Mut. Ihre Kinder werden unsere sein, keine Hautfarbe und kein Zaun. Keine menschenverachtende Ideologie trennt uns von diesem Traum. Vielleicht wird es eng, wir rücken zusammen, versenken die Waffen im Meer. Und wir reden und singen und tanzen und lachen und das Herz ist uns nicht mehr schwer. Ach, wir haben es doch immer geahnt und wir wollten es nur nicht wissen. Was wir im Überfluss haben, das müssen andere schmerzlich vermissen. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns so viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr. Und es macht uns unendlich Mut. Und die Mörderbanden aller Armeen, Gottgesandt oder Nationalisten, erwärmen sich an unseren Ideen und ahnen, was sie vermissten. Ja, ich weiß, es ist eine kühne Idee und viele werden jetzt hetzen. Ist ja ganz nett, doch viel zu naiv und letztlich nicht umzusetzen. Doch ich bleibe dabei, denn wird ein Traum geträumt von unzähligen Wesen, dann wird an seiner zärtlichen Kraft das Weltbild neu genesen. Ich habe einen Traum von einer Welt und ich träume nicht mehr still. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Yeah.
Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Ich sollte noch den Rolltitel überspielen, habe es geschafft.